So, und herzlich willkommen zurück. So, in der letzten Folge. Genau, jetzt muss ich ins Restaurant. Und muss zu Edegan. Okay. Kriege ich hin. So, ja, machen wir jetzt mal ein bisschen weiter mit der lieben Cora in der Stadt. Und ja, das Essen lasse ich jetzt erstmal. Ich habe Kalebs Geld dabei. Gut, sag ihm, seine Schulden bei der Bank sind nun beglichen. Schulden? Kurz nachdem er auf die Insel kam, hat Kaleb mich um einen Kredit gebeten. Er hat von dem Geld die Werft beim Hafen gebaut. Und er hat den Kredit seitdem bei mir abbezahlt. Er ist mein bester Kunde. Das ist toll. Jemand hat mir gesagt, dass er sehr viel Geld hat. Oh, das weiß ich sogar sicher. Er hat wirklich viel Geld. Aber er gibt es nicht aus. Hier, gib ihm diese Quittung. Jetzt sind wir quitt. Alles klar. Ich will trotzdem noch mal hier in das Restaurant und hier natürlich. Supi. Ah, ich brauche einen besseren Hammer erst. Mann, diese Leute. Warum können die nicht einfach mal anfangen und Sachen recyceln? Das ist nicht toll. Gut, kein Problem. Jetzt gehe ich erst noch mal zurück. Genau, gehe ich nochmal zurück zu Kaleb, sagt, dass er Quittung hat. Ist eigentlich ganz gut, dass er nicht so viel Geld ausgibt. Kaleb ist nett. Er ist ein lieber Mann. Ich hab den gern. Kaleb, hier ist seine Quittung. Du hast alle Schulden beglichen. Das freut mich zu hören. Aquila hat mir gesagt, dass du sehr viel Geld hast. Wenn das stimmt, warum hast du Edigan um einen Kredit gebeten? Die Bank hatte damals ein Sonderangebot. Zum Kredit gab es damals einen Satz Essgeschirr. Warum hast du dir nicht einfach das Geschirr gekauft? Es war eine Sonderanfertigung. Wirklich wunderschön. No, hat es weniger gefallen. Hier hast du ein paar Münzen. Danke für die Quittung. Der ist total lieb. Verschwinde. Ja, ach, der ist nicht so nett. Aber der Kaleb, der ist ein total sympathischer Kerl. Freue ich mich auf jeden Fall riesig darüber. Ich hab den gern. So, was machen wir jetzt? Edigan, besorge mehr Farbe für Napopo oder frag Noho. Verschwinde, Chor. Mal handeln. Gut. War es das Richtige? Ah, ich brauche Orange. Orange habe ich nicht. Gut, da muss ich noch mal in den Markt. Ich will aber noch mal hier hoch an das Feld. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Dünger. So, schaffe ich das so? Ja, super. Ja, Dünger. Super. Nehme ich gerne mit. Freue ich mich. Wunderbar. Also so manche Menschen sind schon sympathisch, manche sind eher weniger sympathisch, manche sind so ein bisschen eitel, aber so an sich finde ich das gar nicht so schlimm. So generell. So, was hast du denn? Du hast leider nichts für mich. Entschuldige. So. Komm schon, tu endlich, worum ich dich gebeten habe. Ach so. Okay. Das habe ich. Gut, jetzt muss ich Edigan einen Sack Dünger bringen. Und mit der Kleinen muss ich auch noch sprechen. Ja, das machen wir alles noch. Wir haben ordentlich was zu tun. Edigan, die Marktfrauen haben mir gesagt, dass du das hier gebrauchen kannst. Nicht schon wieder. Schon wieder? Ich habe einmal einen Fehler mit einer Bestellung gemacht und aus Versehen 10 Säcke Dünger bestellt. In der ganzen Bank stank es fürchterlich. Seitdem machen sich die drei lustig über mich. Sie sind wirklich gemein. Bring den Dünger bitte fort von hier. Wenn du deine Pflanzen damit düngst, wachsen sie besser. Was ein neues Rezept? Oh, super. Wunderbar. Hallo, ich bin auf der Suche nach Mayo. Warum?
Jemand hat mich gebeten, mit ihr zu reden. Sie ist heute nicht hier. Bist du nicht Mayo? Nein. Mayo ist eine Piratin. Sie ist nicht hier. Ich dachte, sie wäre eine Kellnerin. Da liegst du falsch. Beeil dich, Mayo. Die Tische müssen gedeckt werden. Wie du wünschst, Chef. Du bist also doch Mayo. Es kommt drauf an, wer fragt. Saemi sagt, du sollst mit den Telefonstreichen aufhören. Ah, da fällt mir ein guter Streich ein. Lass sie uns anrufen. Nein, danke. Mir ist einfach so langweilig. Wir haben kaum Gäste. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Werbung, um unser Restaurant bei den Leuten bekannt zu machen. Kannst du mir dabei helfen? Was muss ich tun? Wir sollten ein Gericht zubereiten und es als kostenloses Geschenk anbieten. Verteile 4 Gerichte unter den Bewohnern von Quelles. Aber verschwende sie nicht an Touristen. Das ist eine gute Idee. Was für ein Gericht ist es? Es ist ein ankoranischer Salat. Wo ist Ankora? Das ist der Planet, von dem mein Chef kommt. Er ist ein Ankh, wusstest du das? Ah, ich verstehe. Er hat zu viele Haare für ein Guido. Und zu viele Hörner für ein Katzenkind. Na gut. Ich werde eine Runde bestellen. Die Kellnerin ist in Ordnung. Alles klar, das sind also das sind Touristen. Das bedeutet, ich soll das Zeug nicht an Touristen verschenken. Das bedeutet... warte mal, was sagt der denn? Mit diesem Kredit werde ich ein Boot kaufen, ganz genau. Okay, ich glaube, ich kann das nur diesen Leuten geben. Eigentlich ein bisschen schade. Hallo, möchtest du einen Salat haben? Oh, ich glaube, ich habe etwas in mein Tagebuch drüber aufgeschrieben. Ein koranischer Salat. Gut, ist nicht das richtige Wort. Oh, das tut mir leid. Er ist nämlich ausgezeichnet. Super. Ein Salat aus dem ankoranischen Restaurant. Ah, Aban ist zurück. Super, das läuft doch besser als gedacht. Kann ich? Nee. So, dann gehe ich nämlich jetzt mal runter, gib den beiden das. Und dann sollte ich eigentlich die 4 Bewohner haben. So, erstmal was essen. Subi. Hey, Kaleb, Papa ist für dich. Etwas zu essen. Was ist das? Eine kostenlose Mahlzeit. Das gefällt mir. Bäh, nun ja, immerhin ist es genießbar. Aber wenn kostenlose Mahlzeiten so schmecken, bezahle ich lieber für mein Essen. Wo wir gerade dabei sind, auf der Insel, gibt es ein All-You-Can-Eat-Buffet. Bis bald. Supi. Das ist doch... War das ein Schiff? Oder hast du gepupst? Kaleb, nicht pupsen. Supi. So, verteile. Hab ich doch. Ich habe das verteilt. Super. Dann lässt sie hoffentlich unsere Omi in Ruhe. Die andere Omi. Die Saemi. Was müssen wir weiter... okay, mache weiter mit Aufträgen von Koa. Elegant für den nächsten Auftrag. Super. Entschuldigung. So. Hey, wie ist es gelaufen? Du hast alles verteilt. Gute Arbeit. Aban wird sehr glücklich sein. Worüber? Mayo hat mich gebeten. Ich wollte wissen, was andere Leute über deinen ankoranischen Salat denken. Ich habe den Salat auf der ganzen Insel verteilt und das Mädchen hier mochte ihn auch sehr. Aber... Wirklich? Was für eine großartige Idee, Mayo. Jetzt kommen bestimmt mehr Gäste. Ich... Ja, sie mochte ihn. Das freut mich wirklich sehr. Danke, Mayo. Du hast mir sehr geholfen. Kein Problem, Chef. Komm wieder vorbei, wann immer du magst, Kind. Hey! Tut mir leid, wir können dir gerade nicht helfen. Komm später wieder. Aber ich weiß, sie alles geliefert hat. Bis bald. Ich hoffe, sie spielt Saemi wenigstens keine Streiche mehr. Okay, super. Handeln. Oh, Schokolade, Milch. Weizen nehme ich mit. Milch nehme ich mit. Ohne Fajita. So, was willst du denn haben? So. Die Pilzsuppe kann komplett weg, der Fruchtsaft auch. Dann habe ich wieder ein bisschen Geld. Aber irgendwie, ja doch, jetzt habe ich wieder ordentlich Geld. Okay. Kehre zu Saemi zurück, rede mit ihr. Koa, Koa, Elegan.
Und mit Napopo. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier hin. Geschlossen. Okay, Edigana zu. Und dann gehe ich zu der kleinen Napopo. Napopo. Na, du kleiner Popo. Entschuldigung, das war nicht nett. Ah, hier ist er also. Oh, Blume. Blume, Blume, Blume. Was machst du denn hier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Handeln. Oh, Kirsche. Davon nehme ich mir natürlich alle mit. Auch von den Seitenraupen. So, was kannst du, was nimmst du denn? Nimmst das hier? Spiegelei nimmst du mit? Ich werde ihm trotzdem mal meine Steine verkaufen. Wo sind denn meine Steine hin? Hier. Weil von denen habe ich nämlich mehr als genug. Es wird ein langer Ausflug in die Stadt, aber wir haben uns ja sehr gut vorbereitet. Was ich übrigens, wie gesagt, immer toll finde, wenn man sich auf solche Reisen vorbereiten kann. Ich glaube, Holz werde ich dem auch ein bisschen was geben. Ich denke mal, wenn ich 20 Steine für mich behalte, dann sollte ich eigentlich mehr als glücklich sein. Ah, sagen wir 25. Ja, komm. Ah, gut, 24. Dann machen wir 24. Ist auch okay. Holz. Holz behalte ich auch so knapp 25. Und dann habe ich eigentlich wieder ein bisschen Geld gemacht. Dann ist die kleine Koa wieder, hat wieder eine volle Geldbörse. Das ist super. Schade, dass es nicht schneller geht. Na, komm schon. Da schaffst du Koa. Supi. Wunderbar. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht so viel Geld gemacht habe. Irgendwas. Na, passt schon. Ich habe ja auch wieder Geld ausgegeben. So, Napopo. Ich habe deine Farben dabei. Yay, das freut sie. Hey, mal mir aber nicht das Boot an. Tut mir leid, das sind Jajas Regeln. Gut, will ich den Tank mal auffüllen? Supi. Koa, du bist toll. Bloß nicht runterfallen. So, hier holen wir uns noch ein paar Kräuter. Okay, wir müssen mit Saimi reden, mit Edigan, Baron Silber und sprich mit Pili. Ich glaube, ich spreche jetzt erstmal mit Pili. Dann hole ich mir den nächsten Auftrag. Na, Hundi! Oh, ich habe kein Essen für dich. Schade. Ich muss wieder Äpfel holen. Ich kann doch die Hunde nicht einfach ohne Äpfel lassen. Das ist nicht schön. So, der Wal ist hier. Das ist wunderbar. So, dir kann ich nichts geben. Mit dir muss ich immer sprechen. Psst, was denn? Hey, Koa, was willst du? Psst, schrei nicht so. Okay, okay. Könntest du mir einen Gefallen tun? Um was geht es? Hier, bring diesen Strauß Blumen zu Awan. Ich mache bei eurem gemeinen Streich nicht mehr mit. Es ist diesmal wirklich kein Streich. Hm, wo hast du den Strauß her? Ich habe ihn selbst gemacht. Das ist wirklich eine Überraschung. Kannst du ihn unauffällig zu Awan bringen? Okay, versprochen. Aha. So, so. So, so. Ich verstehe. Jo, kriegen wir hin. Koa, brauchst du etwas? Ich habe etwas für dich. Von, einer der Marktfrauen. Nicht so laut. Okay. Sagt Mayo nichts hiervon. Der hier, der muss wohl von Pili sein. Sie ist so lieb. Ich verstehe. Hier, bring ihr diese Erdbeeren. Da sind ganz schön viele. Aber sei diskret, okay? Super. Mache ich das heute oder mache ich das morgen? Die Erdbeeren würde ich ja schon liebsten gerne frisch abernten.
Ich habe nichts zum Recyceln, das ist okay. Ich würde mir gerne eine Dingsbums, eine, einen Mülleimer mitnehmen. Aha. Hallo, wie geht's dir? Was hat er gesagt? Er hat mir diese Erdbeeren gegeben. Oh, diese Avan, er ist so... Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nichts. Ihr beide seid wirklich merkwürdig. So, du hast ein neues Rezept. Erdbeeren. Erdbeeren mit Schokolade. Noch. Lecker. Super. Wir haben keine... Okay. Ich gehe jetzt mal nicht im Hotel übernachten, weil ich ja noch genug Energie habe. Deswegen übernachte ich mal im Bötchen. So, warte mal, eintreten. Boot schlafen. Supi. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich gar nicht erhole. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da brauche ich auch gar nicht... Brauche ich Gefühl auch gar nicht zu machen. So, die Karotten behalte ich mal lieber. Na gut. So, wollen wir mal gucken, was wir heute machen. Kehre zu Saimi zurück. Wir müssen mit Edigan sprechen. Okay, mehr können wir aktuell nicht machen. Dann machen wir das doch. Ja, ist ja gut, Huni. Ah, es wird ein langer Tag in der Stadt heute. Ah, 9.45 Uhr, das ist wunderbar. Da hat der Kerl auch offen. Kleines, du hast mich um Tinte gebeten. Ich brauche sie jetzt zurück. Hey, du hast vergessen, bitte zu sagen. Nein, denn du schuldest mir die Tinte. Und wenn man eine Schuld einfordert, braucht man nicht bitte zu sagen. Du hast gesagt, dass man immer höflich sein soll, egal worum es geht. Das gilt nur für Erwachsene. Oder wenn jemand, wenn man jemanden um einen Gefallen bittet. Ich habe dir einen Gefallen getan und jetzt ist es an der Zeit, dass du dich erkenntlich zeigst. Los jetzt. Also wirklich. Indem du ihm ein Tintenfass bringst. Ich weiß nicht, ich mag den nicht. Der ist doch wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil aus. Schickt uns hin und her. Die Frage ist nur, wo kriegen wir das Tintenfass her? Ich spreche jetzt erstmal mit der Saimi. Vielleicht gibt die mir das Tintenfass zurück. Aber dieser Edigan ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ich mag den nicht. Der ist irgendwie sehr unfreundlich. Na gut, aber da können wir ja eh nichts machen. Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wie die Oma Jaja das schon sagte, es gibt manche Menschen, manche Personen, die einfach unhöflich sind und gemein sind. Ich brauche einen besseren Hammer. Na gut, hoffentlich kriegen wir bald einen. Erstmal zu Jaja gehen. Zu Saimi, Entschuldigung. Nachmittagstee. Pfannkuchen. Koa, wie schön dich zu sehen. Die Telefonstreiche haben aufgehört und die Karte ist fast fertig. Sehr gut. Es fehlt nur noch ein Detail. Ich benötige Pflanzenöl, um das Papier haltbar zu machen. Öl? Ich werde Bram fragen. Super. Das machen wir doch. Ich gehe jetzt... Ja, da können wir eigentlich direkt zu Bram gehen. Und ihn halt mal nach Öl fragen. Biden! Es ist ein schöner Park hier. So, Bram war am Strand. Supi. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die kleine Koa, die rennt so schön rum. Die rennt so schön rum. So, wunderbar. Wollen wir mal. Bram, lass mich raten, du hast ein... Ah, haha. Hey, ist Bram hier? Bram ist im Augenblick sehr beschäftigt. Wer bist du? Ich brauche... Hallo, Koa. Brr. Hier. Hey, hast du vielleicht Pflanzenöl? Ich arbeite an einer Karte und... Was für ein Unsinn, Kind. Pflanzenöl ist ein hochwertiges Produkt für edle Kochrezepte. Nichts für dein... für deine Bastelprojekte. Koa, wir haben keinen. Geh zurück an die Arbeit. Aber Onkel...
Wow, du bist sein Onkel? Entschuldige. Du bist Brahms Onkel. Brrr. Wie geht's dir? Gerade in Eile. Schon gut. Die Sache ist, wir haben kein Öl. Wir brauchen Sonnenblumenkerne für das Rezept. Heute Morgen habe ich ein Katzenkind gesehen, das Sonnenblumenkerne gegessen hat. Ach, das könnte Onzo gewesen sein. Hey, tut mir leid. Pass auf, wenn du die Kerne auftreibst und mir dann Sonnenblumen bringst, kann ich dir dafür das Rezept für das Öl geben. Ich weiß nicht. Was sagt man, bitte? Okay. Ah, super. Oh nein. Ich kann es auch einfach kaufen. Nee, ich kauf's nicht. Ich brauche mehr... Ich habe zu viel Sonnenblumen verkauft. 5 Sonnenblumen. Muss ich gucken, ob ich noch Sonnenblumen Saatgut besitze? Nein. Auch nicht. Oh je, oh je. Handel? Nein. Da muss ich nochmal zu den Marktfrauen hin. Vielleicht haben die auch ein Tintenfass, obwohl ich glaube, das finde ich vielleicht beim Aristokraten. Na gut, muss ich doch noch einkaufen gehen. Nein, ich baue nur Sonnenblumen. Nein. Auch nicht. Warte mal, das finde ich hier doch beim Onzo. Hier, bei dir. Super. Okay, dann haben wir alles, was wir brauchen. Bring Taka Sonnenblumen. Koa, zeige dich bei Edeka in Erkenntlichen, indem du ihm ein Tintenfass besorgst. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Kind, kaufe etwas oder mach ich vom Acker. Okay, du hast mir nichts zu sagen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Okay, die verkaufen alle nichts. Am Markt kriege ich sowas auch nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist mal bei den Jungs da unten fragen. Wovon der eine total lieb ist. Das ist ein total lieber Onkel. Andere nicht so. Hallo. Okay, du kannst mir auch nichts verkaufen. Okay. Wasser. Ein Papierkorb nehme ich auf jeden Fall mit. Taucherbrille. Brauche ich die? Gewöhnlicher Wurm. Garnele. Modellbohner. Das kaufe ich mal. Und dann kann ich mal gucken, was der so von mir haben möchte. Nichts. Was kann ich dem denn doch trotzdem andrehen? Nicht viel. Ich habe aber jetzt trotzdem... Ja, habe ich. Okay. Ich würde sagen, dann beende ich die Folge und dann werde ich nochmal auf die... Ach komm, wir fahren nochmal auf die Insel. Wir müssen jetzt wieder zurück nach Hause. Und nochmal ein bisschen was anpflanzen. Ah, das ist schön. Die Musik generell gefällt mir hier sehr. Ah, ich schaff's sogar noch rechtzeitig nach Hause. Das ist super. So, kann ich noch gleich ein paar Beeren mitnehmen. Hunger hat unsere Koa noch nicht aktuell. Das läuft doch super. Genau, folgendermaßen. Ich würde gerne hier noch einen Kirschbaum setzen. Mindestens 3 Stück. Die Frage ist nur, wo setze ich die hin? Hier setze ich einen hin. Hier kann einer hin. Und hier kann einer hin. Hier hin. Super. Wunderbar. Schön. Äpfel, Kirschen haben alles da. Wenn ich das gieße, bevor ich gehe,
bevor ich schlafen gehe, könnte am nächsten Tag ernten. Super. Das mache ich aber am nächsten Tag erst. Und das werde ich allerdings offscreen machen. Da müsst ihr mir jetzt nicht unbedingt zugucken. Dann werdet ihr aber wieder ein paar Tage auf der Insel hier verbringen und ein bisschen einfach nur ganz normale Sachen ansehen, abernten und so weiter und so fort. Von daher sollte das alles kein Problem sein. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ich freue mich immer wieder, wenn ich für euch was machen kann. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Graf Malnar. Bye, bye.